Vital Brass, lang erwartete Antwort auf Bushidos Diss-Track Dark Knight ist letzte Nacht online gekommen und wir gehen mal wieder viel zu tief rein in die Details. Einen unerwarteten Capital Bra Front gegen Shindy gibt's auch noch. Let's go! Die komplette Hintergrundgeschichte von Capital Bra und Bushido zieht sich nun schon seit mehreren Jahren und begann im Sommer 2018, als Capital Bra wie aus dem Nichts bei Bushido und Erzguter Junge unterschrieb. Zu dieser Zeit war bei EGJ auf Künstlerebene bis auf Bushido selbst niemand sonst mehr. Wenig später kam dann noch Samra hinzu und die drei rasierten ordentlich. Das Glück hielt allerdings nicht lange, denn Anfang 2019 haute Capi wie aus dem Nichts eine Ansage raus, in welcher er sich von Bushido und EGJ verabschiedete und als Grund dafür angab, dass sein Labelboss, also Bushido, mit der Polizei kooperiere und Leute hinter Gitter bringen würde. Samra verließ dann gemeinsam mit Capital Bra Erzguter Junge und beide zusammen veröffentlichten den Track F31er auf dem Beat von dem Bushido-Hit Nie wieder. Bushido hatte danach eine lange Zeit zu Capital Bra geschwiegen, in den letzten Jahren dann aber in Dokus, Podcasts oder auch Livestreams immer wieder und auch immer härter gegen Capital Bra gefeuert, nachdem Capi zwischenzeitlich auf Twitch eigentlich sogar behauptet hatte, zwischen ihm und Bushido sei alles geklärt und man habe jetzt sogar Frieden miteinander geschlossen. Bushidos Anfeindungen gegen Capital Bra gipfelten dann vor gut 2 Monaten in Bushidos musikalischem Comeback Dark Knight, dem Diss-Track gegen Capital Bra. Vorher hatte Capi auf mehreren Liedern dann auch immer mal wieder hier und da eine Line gegen Bushido mit dabei gehabt und zeitgleich zu Dark Knight haute Capi dann auch seinen Track Ja Capi raus, auf welchem es auch wieder mal so ein paar Nebenbei-Lines gegen Bushido gab. Doch nach dem heftigen Impact von Dark Knight war klar, dass dies nicht als angemessene Antwort auf Bushidos Diss-Track gelten kann. Und wie wir jetzt wissen, sieht die wirkliche Antwort auf Dark Knight dann auch sehr viel ausführlicher, aufwendiger und härter aus. Eiweißshakes, Booster, Proteinriegel, Proteinnudeln, Bullgainer, Sleep and Relax, Haargel, Colonia, Taschen und. Den guten Stuff gibt's bei SEC Plus. Und mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10% Rabatt. In den letzten Wochen verdichteten sich dann die Hinweise darauf, dass es nicht mehr lange dauern könne, bis zu Capis großer Antwort. So zeigte sich Capi beispielsweise plötzlich in der alten Villa von Bushido in Kleinmachnow und erklärte dies damit durch die Blume als Videolocation zu seinem Antwort-Diss-Track-Video. Diese Woche dann legte Capi nochmal weiter nach, postete das Cover zu seinem kommenden Track Arkham Asylum in Anspielung auf Bushidos Batman-Referenz mit Dark Knight, welches gleichzeitig auch wieder die alte Bushido-Villa zeigt und veröffentlichte dann vorgestern auch den Trailer zum Track Arkham Asylum, welcher nun gestern Nacht erschienen ist. Capital Bra feat. Joker Bra Arkham Asylum. Bereits zu Anfang des Videos bringt Capi hier einen bemerkenswerten Move. Denn während er darüber rappt, dass Bushido erst bei Arabern gewesen sei, dann hinter Panzerglas und vor Spiegel-TV-Kameras und jetzt wieder bei Arabern, sitzt er an so einem Treppengeländer gelehnt. Genau wie das Capital Bra Double im Video zu Dark Knight. Doch Capi spielt hier nicht nur einfach nur auf das Dark Knight-Video an, nein, es wird im Video so dargestellt, als wäre er wirklich gerade im Videodreh zu Dark Knight, also quasi sein eigenes Double. Und wir sehen, wie die Szene dann abgedreht wird, dass Bushido-Double diese Szene abnickt und dann wird das Bushido-Double im Weggehen von Leuten in Joker-Clown-Maske überfallen und entführt. Darüber kann man eine ganz eigene Gedichtsanalyse im Musikvideo-Deutschrap-Abitur schreiben, wenn es das Fach mal endlich geben würde. Capi bringt währenddessen dann noch Lines wie Ich hab ne Schafe, sag mir was aus Dubai, ich hätte gleich sagen können, Schutzzahlen ist günstiger als Dubai, oder spielt auch auf seinen eigenen Erfolg bei Erzguter Junge an der Seite von Bushido an. Du bist Vergangenheit, nach dem B kommt das C, deine erste Nummer 1 war mein Lelele. Für euch alle von Mitte 2018 von Bushido, Samra und Capital Bra war tatsächlich die erste Nummer 1 für Bushido und das wird Capital Bra hier dann wohl meinen. Im Video wird dann das entführte Bushido-Double zu der echten alten Bushido-Villa gefahren und dann beginnt der Diss-Track von Capital Bra so richtig. Der Beat switcht, wird hart und auch Capital geht statt zu seinem anfänglichen Sing-Sang in harten Rap über und bringt dann beispielsweise Lines wie Der Sohn redet viel, doch haut dann ab vorm Finanzamt und nicht vor Arafat. Schlagzeilen über Bushido und Stress mit dem Finanzamt gab es in den letzten Jahren nicht wirklich selten.
Beispielsweise sprachen auch Bushido und seine Frau vor gut 2 Jahren mal mit der Bild. Und hier ging es um eine mögliche Haftstrafe für Bushido wegen irgendwelchen Steuersachen. Und Bushido selbst warf eine Summe von rund 5 Millionen Euro in den Raum. Vor kurzem dann sprach er noch einmal über ein zurzeit laufendes Verfahren gegen das Finanzamt, wo es allein um Zinsen in Höhe von circa einer Dreiviertelmillion Euro geht. Irgendwas hiervon wird Capital Bra mit dieser Zeile dann wohl meinen. Auf dem Diss-Track gibt es dann von Capi auch eine kleine Hommage an Bushidos Einstieg beim Diss-Track gegen K1, Leben und Tod des Kenneth Glöckler, wo Bushido nämlich begann mit: Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern, die Lügen, die du über mich verbreitest in ganz Deutschland. Capi wiederum rappt nun auf Arkham Asylum: Es wird Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern, zu den Hurensöhnen aus Dubai und aus Deutschland. Wenig später folgt dann auch ein direkter Konter zu Angriffen auf Dark Knight, denn hier hatte Bushido ja immer wieder als Angriffspunkt genommen, dass Capital Bra ein Junkie sei. Capi wiederum scheint dies aber gar nicht wirklich als Angriff zu sehen. Wow, ich bin ein Junkie, was rappe ich schon seit 8,5, 23, 1 und 11 Millionen Einheiten. Ähnlich klingt das dann auch, wenn Capi später noch einmal auf diese Ghostwriter-Thematik rund um Dark Knight eingeht. Und was du gerade hörst, gibst du an die Cops weiter, deinen Produzenten und Ghostwriter, ich koks weiter. Vor einigen Tagen hatte Capi auf Instagram einen Screenshot von wohl einem GEMA-Eintrag von Bushidos Diss-Track verbreitet, wo man sehen konnte, dass der Text des Tracks angeblich nicht von Bushido stammen soll. Bushido wiederum widersprach dem und schrieb auf Twitter davon, dass das eigentlich nur eine falsche Eintragung seitens der Sony gewesen sei. Wie auch immer, es gibt auf Arkham Asylum aber auch nicht nur Lines, die wirklich irgendwas kontern oder auf irgendwelche Hintergrundstories anspielen. Capi haut auch ordentlich Dinger raus, die einfach nur unter die Gürtellinie gehen und beleidigt Bushido mehrmals als HS. Und die wohl härteste und am weitesten unter die Gürtellinie gehende Line ist dann die hier. Ich wollte cool bleiben, bra, doch scheiß mal drauf, ich in deine Mutter, das heißt ich schon tot drauf. Zurück zu Lines mit etwas mehr Tiefgang. Bushido hatte auf Dark Knight davon gerappt und dies später auf Twitch dann auch einmal behauptet und ausgeschmückt, dass sich Capi irgendwann im Auto von Bushido voll auf Drogen in die Hose gemacht habe. Capi kontert dies nun mit der Zeile: Wer macht sich in die Hosen wegen Drogen? Du hast dir eingekackt und bist direkt weggezogen. Hier gibt's also wieder mal so eine Line von wegen Bushido sei geflüchtet. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung war es ja so, dass Bushido wegen seines Streits mit Arafat Berlin in Richtung Dubai verlassen hatte. Und auch auf diesen Streit mit Arafat und den ewigen Gerichtsprozess gegen Arafat geht Capi ein, wenn er rappt: Capital nicht Flair, ich f*** deine Dreckslage, ich lauf durch Berlin ohne 109 Prozesstage. Beim Streit selbst scheint Capital Bushido dann auch im Unrecht zu sehen und behauptet, dieser habe diesen ganzen Streit und den ganzen Prozess nur vorangetrieben wegen Geld. Und jetzt weißt du, warum ich zu dir Bastard sage, du f***st deine Freundin nach 20 Jahren für Wasserflasche. Wegen Steuerschulden, wegen noch mehr Batte. Wer ist jetzt die Ratte? Bratte. Irgendwann switcht dann der Beat von Arkham Asylum noch einmal und Capital Bra wird von Joker Bra abgelöst, welcher dann im Video die verpackte Bushido-Leiche an ein Auto gebunden durch Berlin fährt. That escalated quickly. Vom Joker Bra gibt's dann noch eine Line, die wahrscheinlich darauf anspielt, dass nicht alle Kinder in Bushidos Familie seine leiblichen sind. Tasche Prada voller Para, ich bin Joker, ich nehm Batman auseinander. Bushido sagt mir, wie oft hörst du denn am Tag, du hast mir nichts zu sagen, denn du bist nicht mein Vater. Und nebenbei wird auch Samra erwähnt. Ob das jetzt aber auch ein Diss gegen Samra ist? Ich weiß nicht so genau. Gegen Bushido auf jeden Fall. Samra ist ein Junkie und sie wollen es auf Capi werfen. Bei Bushido sein Vorschuss, da kannst du nicht mal Junkie werden. Nun gut. Und ganz zum Abschluss gibt's dann so auf nebenbei auch noch eine Line gegen PA Sports Signing Yakari, welcher in den letzten Wochen immer wieder gegen Capi gefeuert hatte, welcher jetzt aber auch nicht einmal namentlich von Capi erwähnt wird. Es ist allerdings recht klar, dass es um ihn geht. Stech zu mit Weingläsern, Rapper unter meinen Rädern, PA nimm dein Köter an die Leine, sonst muss ich ihn einschläfern. Und das war es dann auch schon mit dem etwas über 4 Minuten langen, lang erwarteten Diss-Track Antwort von Capital Bra gegen seinen Ex-Label-Boss Bushido. Auf Instagram stellte Capi übrigens unter einem Trailer zum Song letzte Nacht klar, dass das Thema Bushido damit für ihn wohl gegessen sei. Denn er schrieb: Da hast du, was du verdienst. Das war's von meiner Seite aus mit Disses. Ich bin raus. Jetzt geht's weiter mit Babamucke, Brattern. Berlin lebt. Vorher gab's allerdings auch noch einen kleinen weiteren Instagram-Seitenhieb gegen Bushido.
und überraschenderweise auch gegen Shindy. Denn Kapi postete dieses gemeinsame Foto von Bushido und Shindy vom vergangenen Wochenende, betitelte Bushido hierbei als Grandpapa Boo und Shindy als MC Botox und schrieb die Rentner-EP coming soon. Und damit mal abwarten, was da noch als Antwort kommt. Ich würde mal schätzen, die Sache ist noch lange nicht zu. Haut rein.